Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Im letzten Part haben wir eigentlich Werwölfe gesucht, haben stattdessen den Drachenhort entdeckt. Ups, das Loot, hab ich übersehen. Natürlich. Clanschild Ulme. Okay. Aber, ja. Gucken wir noch mal, was wir hier noch so finden. Das war ja bloß ein kleiner Drache. Untote, Untote. Waffenwechsel. Ich bin bereit zu schlagen. Zweimal sagen. Schlurfendes Skelett. Das vergiss mal schön wieder. Hey, Vorsicht! Und der hält sich für toll, weil er von hinten angreifen kann. Aber das mit Silber hätte es da nicht mehr. Oder hat es schon geskillt, dass es nicht mehr klappt bei dem? Ja, habe ich, oder? Ja. So, was hatte ich denn als nächstes für Templer? Nee. Achso, für Champion. Ja, das geht ich auch mal rein demnächst. Geld, Wundumschlag. Warum immer nur schwache? Wenigstens normale. Noch mehr Skelett dies. Oh, das ist rot. Voll. Hier laufen ein paar Sachen nicht ganz so, wie sie sollen. Da ist ja bloß ein Skelett. Also sage ich, sei es drum. Und ich sage ebenfalls, Target, Bogenschütze. Moment mal. Geht ja auf Morgan, ich glaube, sagt. So, bleibt noch einer. Ne, bleibt zwei. Oh. Na komm, stirb. Triffst du bitte mal? Danke. Okay. Ja. Eispfeil. Natürlich. Aschekrieger-Axt. Nehme ich einfach mal. Nee, nehme ich nicht. Okay. Nehme ich. Sonst hat sie aber nichts. Der hat noch was gelootet. Geld. Geld ist immer gut. Der Lösch-Rüstung verstärkt. Das ist genau das, was ich gerade trage. Und gleich kommen die Spinnen runter. Oh, Wunder. Wir hätten jetzt auch damit rechnen können. Und so. Oregon, angreifen darfst du trotzdem. Hier gibt's den hier. Ah, da bestimmt einer niedergerissen. So, einer raus. Target passt, jawohl. Okay. Erledigt. Hier hinten ist nichts. Okay, das ist ja relativ straightforward. Noch mehr Netze.
Das dürfte was Größeres sein. Kommt jetzt ein größerer Drache? Nee, ein Geist. Sehr schön. Mami? Mami Namara-san. Kannst du mich töten? Was machst du? Was ist das für eine Frage? Suchst du deine Mutter? Mami! 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 Klingt elfisch, wieso verstehe ich dich nicht? Also, als Yavu war. Beruhige dich, was siehst du? Ui, das sind ein paar. Sehr schön. Okay, kurz anders platzieren. Alistair. Nach den hier. Braucht ihr? Und dann. Target. Nein, du musst noch ein zweiter dahin. So. Wo soll ich zuschlagen? Oh wow, die halten ja richtig gut aus. Komm, gönnen wir mal. Lass mich hier gefälligst in Ruhe. So ehrlich, manche haben echt überhaupt keinen Anstand. Die Masse macht sie dann doch wieder ein bisschen stärker. Nimm mal kurz einen Schwachen. Und dann so. Sorry, Alistair. Nein, ist nicht mich. Oh ja, Elfenwurzel, ganz toll. Ja, ist toll. Okay, haben wir das auch. Okay, das waren ein paar viele. Anscheinend hat der Junge kein Elfisch geredet. Oder jemand hat hier beim Skripten nicht weit gedacht. Kann auch sein. Wie ihr meint. Oh, über die Schwachen. Ich will keine Schwachen. Sackgasse, das ist gut. Bergkristall, den wollen die Zwerge doch haben, oder? Ah, den braucht keine Sau. Streitkolben Silberit. Das machen wir hier. Da ist auch Sackgasse, ne? Ja. Oh, halt, da ist die Kriegskiste. Habe ich die gelootet? Ich glaube, die habe ich gelootet. Ja, hatte ich. Okay. Ach ja, die Inventarfülle. Extravagante Schriftrolle und eine Tafel. Das ist kein Geschenk. Okay. Zeit, die Todeswurzel und Tiefenpilze wegzuschmeißen. Hätte ich mal verkaufen können. Elfenritual. Gefunden hast, ne? Elfenziffer, zahlreiche Abbildungen, blablabla. Ich werde schon einen finden, der es lesen kann. Im Notfall der Hüter. Achso, und Kodex. Für alle, die es jetzt lesen wollen. Extravagante Schriftrolle. Ich muss nach der Folge wirklich dringend gucken, wo für wen welche Geschenke sind. Um die Ecke sind drei Stück. Das ist ja wohl noch verkraftbar. Hallo. Nummer 1. Nummer 2. Neuer Plan. Nummer 2. Und Nummer 3. Oh, das, oh.
Das sind ein paar. Aber mit dem richtigen Fokus, wie es aussieht. Okay. Naja, fast zumindest. Die interessiert das nicht. Dass er sie gerade aufs Übelste verwöhnt hat. Nein, tut's halt wirklich nicht. Gut, mal was anderes. Wenn das jetzt gecancelt hätte, Alter, die Nerven! Muss ich echt den hier machen? Okay, dann machst du mal kurz den hier. Okay, machst du halt den hier. Und dann Target. Der da. Sehr schön. So. Geht auf den Wolf, geht auf den Wolf. Okay. Dann nächster. Nein, neuer Plan. Der da. Jetzt der. Wie immer aus dem Nichts so viele Skelette kommen, das ist echt nervig. Oh Gott, die braucht noch zum Level Up. Apropos, müsste nicht auch mal Level 14 sein? Ja, doch, da müsstest du doch. Ja, also. So, Assassine? Nee, Duellant. Ja, Duellant. Und die Fähigkeiten, die sie jetzt kriegt mit Duellant waren Duellkampf. Ja, genau, das waren die Skills. Okay, Sackgasse ist da unten. Das heißt, da wollen wir zuerst hin. Oh, immer nur Schwache. Ich will keine Schwachen. Ich will wird erledigt. Wenigstens mittlere. Bergkristall. Kann man die stacken? Anscheinend. Sehr schön. Die Funk zu geben, denn möglicherweise etwas platzieren könnte. Wofür ich nichts habe, wie es aussieht. Sagt die Map. Die Map sagt, da ist Sackgasse. Bänderrüstung. Süß. Aber gut, jetzt sehe ich auch mal einen Sinn für die ganzen Edelsteine, die man dauernd findet. Das ist für die Zwerge. Bleibt mal hier. Ist wohl nicht von der schnellen Sorte. Gut, dann ist erstmal die drei hier. Solche Gegner-Horden brauche ich nicht normal. Die sind zwar nicht stark, aber die Masse macht's halt. Die immer röcheln, ist doch schon tot. Ich werde es Whatever. So, nächster Trupp. Nochmal drei. Solche kleinen Grüppchen sind überhaupt keine Bedrohung. Und da ich weniger Bedrohung erzeuge, wechseln die auch ziemlich schnell das Target.
und wieder halten, bitte. Kurz regenerieren. Hier hinten haben noch keine Akku gezogen, das heißt, looten könnte ich auch mal kurz. Tiefenpilz, nö, danke. Darmisan. Das ist auch einfach nur ein Langschwert aus rotem Stahl, oder? Ja. Identisch mit dem hier, nur weniger Sockelplätze. Hä? Nur halt elfisch. Aber da sag ich, sei's drum. Achso, hier ist noch was. Nee, da war das Darmisan drin, ne? Genau. Gut, dann jetzt ihr. Achso, die kam nicht, weil die Tür zu ist. Was ist das? Eine Falle? Trapception mal wieder. Das bei dem Drachen war ja richtig krass, wie viele Fallen da aufgestellt waren. Natürlich. Ja, das sind wir. Gut, nächste Gruppe. Das ist eine Art Falle. Sehr schön. Was ist das? Eine Alter, Falle. Wie viele Fallen hier einfach sind. Na los, kommt, ihr wollt's doch auch. Buah. Ich hänge fest. So, und du stirbst auch. Beziehungsweise sterben ist ja falsch Begriff, weil streng genommen sind sie ja schon tot. Ja, das alte Leier, Untote sind schon tot und bla bla. Blieblub. Kann uns aber in dem Punkt egal sein, sie greifen uns an, also nicht was so um. Das ist auch eine Sackgasse, oder? Ja. Haufen elfischer Waffen und Säcke. Mit einem kleinen Schild der dunklen Brut. Wie ich immer nur Faustschilde finde. Ich will keine Faustschilde. Das ist eine Art Falle. Sehr schön. Okay, die ist auch angelockt. Gut, und die letzten paar könnte man zwar machen. Ich muss aber gucken, dass ich vorher alle Fallen entschärfe. Wartet nicht, mich anzurühren. Das wird er nicht machen, das ist dein Bogenschütze. Der rührt dich nicht an, der kämpft aus der Ferne. Ich werde nicht warten. Der falsche. Geld und der andere hat nichts gedroppt. Das sind ganz schön viele. Muss man schon mal sagen. Halt. Natürlich. Was ist das? Eine Falle? Okay, Morrigan. So, erstmal machen wir erstmal die hier platt. Oh, die machen Schaden. Morrigan. Ich bin bereit. Wenn die einmal das Target behalten würde, das ich anwähle. Weil ich mach schon extra Zielen an. Und das Mädel trifft immer noch nichts. Wahrscheinlich ist das Ding aus der Typ aus der Reichweite. Oh, er kommt ran. Wie kann man aus der Distanz immer noch nicht treffen? Danke, so, und jetzt du. Ah!
Danke. So, und jetzt eine Falle nach der anderen. Was ist das? Eine Falle? Das ist eine Art. Alter, die Fallen! Natürlich. Wie ihr meint. Und jede gibt 40 EP, das nehme ich doch. Das ist absolute Free Elo. Abenteurer-Tagebuch. Neue Quest, entfesselt. Mit tiefsten Tod erfängst du die Abenteuer, weil sich hat uralte böse Macht, die zumindest in einer uralten neuen Geschichte irgendwo in deiner Rim lebt. Alter, hier einfach rein zu marschieren, wäre so unser Tod gewesen. Ihr noch. Ja, noch eine mehr, jawoll. Hier ist sonst nix. Hier noch welche. Komm schon, noch mehr. Ich will Free Elo. Nee, nicht. Okay. Wie viel Geld hab ich eigentlich zwischen? Ja, es wird wieder mehr. Nach Orsama haben wir erstmal gut rausgeschleudert, was Geld angeht. Ich bin Level 15. 15 mit sogar mehr EP, lol. 14, ja, die ist ein bisschen hinterher. Und 15. Moment, also wie viel Stärke hat Liliana jetzt? 23. Das heißt, die nächsten beiden Level-Ups gehen, nee, die nächsten von 2 Punkte gehen in Stärke und Konsti dann der andere, ja. Da geht's nicht weiter. Gut. Und dann haben nur noch die Skelett-Armee hier vor uns. Oh, mit Autosave. Wie ihr meint. Wird erledigt. Bin ich jetzt getroffen? Was klingt das? Das hat halt einen Zauber aus. Wo soll der hergekommen sein? Ist überhaupt nicht in Reichweite. Noch so ein Hugo. Ja, hallo, mach mal einer was vielleicht. Danke. Das ist manchmal echt schwer vom Begriff. Mai, oh mai. Dolch aus rotem Stahl. Großschwert aus rotem Stahl, das braucht man nicht. Aber Liliana, du kriegst mal hier kurz einen den hier. Ja, ist in jedem Punkt besser. Roter Stahl, was erwartet man? Aber so knallerot, ich weiß ja nicht. Naja, sei es drum. Beim nächsten Level Up kriegst du sowieso ein schönes Schwert. Halt! Arcana Schrecken, leck mich doch. So soll es sein. Ich bin hier vielleicht gerade ein bisschen zu YOLO-mäßig reingesprintet. Egal, Arcana Schrecken muss zuerst ausgeschaltet werden. Da lasse ich gar nicht mit mir reden. Ist wieder da. Damit ist alles aus dem Zeug auch nochmal raus? Danke. Ist auch auf den Typen da. Ist er woanders? Jetzt ist er da. Nervensäge. Oh ja, ist klar.
Nein, 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 nein. Keine Ausdauer mehr. Jetzt vielleicht? Okay, er ist down. Dann können wir jetzt auf die Skelette gehen. Codex. Arcana Schrecken. Oh Gott, die Lesestunde. Geht ja auf mich, Slopsa. Der nächste geht ja auf mich. Sonst noch Wünsche? Danke. Kann ich wieder mich bewegen? Ja, nein, vielleicht. Die nächste Meute. Mit wem redet Morrigan eigentlich? Aber seid ihr doch nicht so blöd? Ach, die gehen auf den da. Nee. Nur die sind einfach nur blöd. Okay. Wird erledigt. Erledigt. Möge das Spaß beginnen. Alistair. Braucht ihr Hilfe? Meine Kräfte sind euer. Danke. So, Hammer, lass uns jetzt bitte Liliana wieder aufstehen lassen. Lumpen. Wie ihr meint. Schwerer Soldatenhelm. Aschehandschuhe. Ups, was für Morrigan. Schwerer Metallschild, Silberit, Rubin, Topaz, Granat, Jade. Will ich alles haben. Okay, dann erstmal. So, dann. Das ist so witzig. Abzug auf Klugheit und Bluthusten. Das ist beides in Ordnung. Nicht gut, aber in Ordnung. Den Viridium-Dolch braucht kein Sinn. So, also. Ne, nicht für dich. Erstmal Alistair. Nein. Wie ihr wünscht. Soldatenhelm, er ist einfach nur besser als unserer. Und er kann ihn tragen. Der Metallschild gibt zwar mehr Verteidigung und mehr Geschossablenkung, und zwar sehr viel mehr. Ja, nee, Mann. Inventarvoll. Ganzen Geschenke, ich habe keinen Schimmer, für die ganzen Geschenke sind. Die nimmt ja nichts weg. Okay, Morrigan. Du hast gerade die seidenen Webhandschuhe, die deinen Naturschaden erhöhen. Oh. Aschehandschuhe. Kälteschaden hoch, das ist gut. Das ist das Gleiche, im Endeffekt. Okay, dann mogeln wir mal ein bisschen. Machen die kaputt. Wieso habe ich die noch? Nein. Da. Der Hitbox von dem ist echt ein bisschen blöde. So, dann ziehen wir die an. Warum ist das eigentlich Aschehandschuhe, wenn es doch im Endeffekt... Na, egal. Schild. Nehme ich ihn annehmen, dann nehme ich die wieder vorher den hier. Der hat zwar weniger Geschossablenkung. Er hat sonst halt ziemlich schlechte Werte. Naja, die Geschossablenkung wäre schon wichtig, weil Alistair sich auch häufig zum Target von Bogenschützen macht. Wobei wir die Bogenschützen eben als erstes ausschalten. Also der kann auf jeden Fall weg. Wieso habe ich den noch?
Und dann nehme ich noch die Granate mit. Die habe ich sowieso. Und dann noch einen Rubin. Nein. So. Okay. Dann, Alistair. Schwerer Metallschild. Wow, sieht der scheiße aus. Aber hat gute Werte. Havard's Egg ist... Nein. Okay. Dann soll es für diesen Part gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.